Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Auflösung von unserem Yo-Kai Watch 2 Gewinnspiel. Ich habe zwei Leute ausgelost, wovon einer Yo-Kai Watch 2 knochige Gespenster und einer Yo-Kai Watch 2 kräftige Seelen gewinnen wird. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Nintendo für die Zusammenarbeit mit dem Gewinnspiel bzw. allgemein mit den ganzen Zusammenarbeiten. Das ist irgendwie komisch. Also jedenfalls danke, dass ihr mir immer diese Gewinnspiele zu Yo-Kai Watch ermöglicht, denn ich glaube, ihr liebt Yo-Kai Watch mindestens alle genauso doll wie ich und deswegen freue ich mich immer, wenn ich euch zusätzlichen Content zum Let's Play anbieten kann. Ich werde euch gleich die beiden Gewinner zeigen. Was die beiden Leute dann machen müssen, ist mir einfach per YouTube-Nachricht einmal ihre Adressen senden, bitte. Damit ich die an Nintendo weiterleiten kann und damit ihr dann demnächst das Spiel zugeschickt bekommt. Ich habe das Ganze random ausgelost und natürlich dann halt noch geguckt, dass die Teams auch so passen und dass das alles so richtig ist. Und was ich leider sagen muss, ich musste dieses Mal extrem viele Leute disqualifizieren, die sich halt nicht an die Regeln gehalten haben. Also viele Leute mir einfach ihre Adresse in die Kommentare geschrieben haben, obwohl es ausdrücklich in den Regeln steht, dass ihr das bitte nicht machen sollt, weil dann einfach das komplette Internet in der Theorie eure Adresse haben kann. Also bitte, bitte macht das nicht. Ihr wurdet natürlich disqualifiziert und eure Kommentare gelöscht. Das war halt nur irgendwie richtig dumm. Genauso wie ich auch Leute disqualifizieren musste, weil sie einfach anderer Leute Kommentare abgeschrieben haben. Also ganz ehrlich, glaubt ihr, ich merke das nicht. Sowas ist halt wirklich sehr, sehr uncool und ich glaube, die Person habe ich auch nicht nur gelöscht, sondern blockiert, weil sowas möchte ich unter meinen Gewinnspielen nicht haben. Also bitte, wenn ich euch sage, lest bitte die Regeln und die Teilnahmebedingungen, dann meine ich das ernst. Ich überlege schon, ob ich demnächst einfach in die Regeln irgendein Wort einbaue oder sowas, was dann definitiv in eurem Kommentar stehen muss, als Zeichen, dass ihr die Regeln wirklich gelesen habt, weil ich fand das halt diesmal wirklich sehr, sehr traurig. Und bei vielen Leuten einfach durch so Kleinigkeiten dann die Chance genommen wurde zu gewinnen und das ist halt total schade. Und das wollte ich jetzt noch zu dem Gewinnspiel halt sagen, weil das jetzt bei diesem Gewinnspiel gerade irgendwie sehr, sehr extrem war. Allen anderen, die teilgenommen haben sich an die Regeln gehalten haben, möchte ich natürlich herzlich für die ganzen Kommentare danken. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewonnen habt. Ich kann euch garantieren, das war garantiert nicht das letzte Gewinnspiel auf meinem Kanal und auch nicht das letzte Gewinnspiel zu Yo-Kai Watch. Da kommt bestimmt noch mal irgendwann was. Und deswegen blende ich euch jetzt mal schnell die beiden Gewinner ein. Das wären nämlich diese beiden Personen. Einmal Full Metal 31 Alchemist oder wie auch immer. Und Saskia EB, wo die Teams aus Viptor, Stimuleo, Fifi, ich kann das gerade nicht lesen, weil das so klein ist. Naja, ihr seht's ja, Petzmeralda, Zangenza, Seismo und das Team von Saskia wird aus Jibanyan, Komasan, Petzmeralda, Knuffi, Wuffi, Buchinyan und Grobianyan bestehen. Sind sehr coole Teams, würde ich auch definitiv ein paar Yo-Kai von in mein eigenes Team übernehmen. Also wie gesagt, ihr beiden bitte eure Adressen per Nachricht an mich hier in YouTube und dann sollte das Spiel irgendwann in recht kurzer Zeit bei euch ankommen. Danke fürs Teilnehmen und wie gesagt, alle anderen nicht traurig sein. Es gibt bestimmt mal wieder was zu gewinnen hier. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und gehe wieder dieses wunderschöne Wetter, was gerade draußen ist, genießen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Yo-Kai sind überall. Sie machen dir Probleme, bringen dich zu Fall. Sei es die Frisur oder nur ein glatter Reifen. Sie bringen dich echt gerne zum Verzweifeln. Yo-Kai treiben und Fug uns bei jeder Zeit. Doch wenn du es nicht glaubst,